Ich komme mir heute mal wieder so richtig gut veräppelt vor. Von Software-Ingenieuren, Entwicklern, Diplom-Ingenieuren, Flight-Control-Ingenieuren, Herstellern, Flight-Controller-Entwicklern, Mechanikbauern. Also ich habe diese Blätter in 95 mm bin ich einmal geflogen, habe es geschafft, den Wert rausgefunden, 135, 145, 10. Ich habe dann die Mechanik hinten ausgetauscht, die klapprige Phoenix-Tech zum Wegschmeißen Mechanik hinten, die wirklich, wo die Blätter 1 Zentimeter man hin und her wackeln konnte, habe ich dann weggeschmissen mit dem wackeligen Servogestänge da hinten dran, habe es durch eine Alleinmechanik gewechselt, flog dann gar nicht mehr mit diesen Blättern, mit den identischen Werten. Dann habe ich mir die 115 mm Scale, 105 mm Länge Scale Blätter besorgt, habe mir den Blattausschlag hinten angeschaut beim Abheben mit einem Versatz. Den habe ich eigentlich so gelassen, wie er ist, den Versatz. Da habe ich einfach nur die anderen Blätter drauf geschraubt, ne? Und dann hatte ich anfangs mit diesen Scale-Rotorblättern in 105 mm Länge, hatte ich vorm Abheben nur noch so ein schmales Blatt, wenn ich von hinten drauf schaue, ne? Dachte ich mir, ist ja super. Also selbst bei windigen Verhältnissen so ein schmales Blatt, da habe ich ja noch viel Luft, ne? Jetzt habe ich heute bei Testflügen den PID-Wert geändert. Also erstmal sind die Blätter jetzt nicht mehr versetzt. Und da kann man sich jetzt wieder, können sich jetzt Softwareentwickler und Modellbauer sich wieder den Kopf zerbrechen. Jetzt steht alles in einer Linie. Habe ich 120, 130, 10 eingestellt hinten. Dann wackelt und zuckelt der Helikopter so kurz vorm Abheben. Und dann stellte sich das auf einmal wieder auf so einen ziemlich schmalen Blattbreite ein von knapp 5 mm. Dachte ich mir, jetzt hat er es begriffen, der Flight Controller, jetzt hat er es gecheckt. Nee, also ich bin dann abgehoben, es hat gehalten, aber es kam eine kleine Windböe und dann puff, im Fluge stellten sich die Blätter wieder auf so eine Breite, also auf Vollausschlag. Und dann wusste ich wieder, nee, das ist es nicht. Also ich weiß nicht, was die da machen, die Flight Control Ingenieure, aber da ständig noch längere Blätter draufschrauben. Also ich glaube gar nicht, das ist es nicht. Ne? Also ich glaube, die veräppeln uns wieder, weil... Also Fakt ist, ich hatte anfangs, als ich die Blätter draufgeschraubt habe, Take-Offs gemacht habe, ganz als ich die neu frisch bekommen habe, die Blätter, war das ein Blattausschlag von so breit. Jetzt habe ich auf einmal einen Blattausschlag von so breit und bin schon eigentlich bei maximal. Da ist nichts mehr. Und es hat irgendwas mit PID-Werten zu tun. Und mit dem Flight Controller von Spektrum hat man wirkliche Tail-Probleme. Das ist nicht stabil, das Ding. Punkt. Es ist nicht stabil, ihre Software. Die sind noch nicht fertig.